Yo, was geht ab, was geht ab? Falls ihr nicht hinter dem Mond lebt, dann solltet ihr auch wissen, dass TikTok die weirdeste Plattform von allen ist. Weil dort gibt es alles. Alles von gut bis böse, bis weird, bis what the fuck. Es gibt einfach alles, was man sich nur vorstellen kann. Und heute schauen wir uns mal an, was ich so alleine nur in den letzten 24 Stunden dort gesehen habe. Kleiner Spoiler, es wird ehrenlos. Es wird gottlos. Bro, took down the whole desk. So who's that for? That's your pasta class to go back to class. You have 10 minutes of school left. Oh. Yes. Yo, okay. Was hat dir der Tisch und der PC getan? Der hatte kurz persönliches Problem mit allem, was dort stand. Wenn ich ihn da nur so sehe mit seinem Sombrero, weiß ich ganz genau, dass er ein Problemkind in der Klasse ist. Und was für ein Problem. Die Lehrerin wird safe denken, dass er das mit Absicht gemacht hat und der bekommt dafür erstmal Schulverweis. Herzlichen Glückwunsch. Einmal Applaus. Woo. Ja, und sollte er keinen Schulverweis direkt bekommen haben, so wie es sich gehört, hat er ein paar Jahre später eine Karma-Schelle dafür bekommen. Der Arme ist einfach am Heulen direkt. Sofort aus Reflex erstmal anfangen zu weinen. Der Klassiker. Sein Homie ist aber auch der Teufel in Person. Wieso macht man das kurz, nachdem er sich was Nices zu snacken geholt hat? Ey, der Arme. Der hat sich so gefreut, sich jetzt schön hinzusetzen und erstmal was zu essen. Sein erstes Essen am Tag. Rest in Peace an das Essen und das Getränk. Mit den Dingen habe ich wirklich Mitleid. Na, was soll das denn? Was ist das denn für eine komische? Wieso macht die das? Ey, das ist ja fast schon sexuelle Belästigung. Jetzt stell dir einfach mal vor, das wäre andersrum. Stell dir mal vor, da wäre eine Polizistin, die gerade einen Typen festsetzt und der Typ macht sowas bei der Polizistin. Ich will nichts sagen, aber der wäre wahrscheinlich sein Leben lang im Gefängnis geblieben und hätte noch vor Ort einen kleinen Schuss ins Bein bekommen. Also das ist wirklich maximal respektlos. Wo ist der Anstand geblieben? Was ist das für eine Frau, Mann? Wie dumm muss man denn sein und sowas wirklich bei einem Polizisten machen so? Und kommt mir jetzt auch nicht so, oh, der Polizist hat Glück. Nein, man muss doch irgendwann mal einen Strich ziehen. Das geht gar nicht. Was für eine komische Idee. Ich hoffe wirklich, sie hat dafür noch eine Extrastrafe bekommen. Und kommen wir von der einen dummen Frau direkt zu der nächsten dummen Frau, die wahrscheinlich keine schulische Bildung genossen hat. Women. Jeder Vater wäre stolz auf seine Tochter. Ich brauche nur die Überschrift lesen und ich weiß ganz genau, dass ich nach diesem Clip der Meinung bin, dass jeder Vater enttäuscht wäre von seiner Tochter. Was ein Talent. Okay, bitte sag mir jetzt nicht, dass das Talent einfach nur ist, dass sie irgendwelche Objekte in ihren Mund schieben kann. Bitte, bitte nicht. Nein, oh nein, oh nein. Mädchen, warum? Warum? Ihr müsst euch mal vorstellen, sie hatte auch irgendwann die Wahl in ihrem Leben. Entweder sie macht irgendetwas Nices aus ihrem Leben, sie ist am Reingrinden, ist freundlich, ist nett, macht gute Dinge und wird irgendwann eine wunderbare Frau. Oder sie macht irgendwann ein Video, in dem sie sich komische Sachen in den Mund steckt und einfach damit flext. So dumm muss man erstmal sein, sich für den zweiten Weg zu entscheiden. Unglaublich. Oh, cool. Du hast 4 Lippenstifte in deinem Mund bekommen. Wow. Also wenn das dein Vater sieht, der wäre bestimmt unglaublich stolz auf dich, wenn er nicht schon Kontakt abgebrochen hat mit dir. Ich kann das einfach nicht glauben. Unsere Generation wird immer, immer schlimmer. Kommt das mir nur so vor oder hat keiner mehr irgendwie Lust, was Sinnvolles zu machen im Leben? Außer natürlich an meine Zuschauer. Ey, meine Bres und Bretinas. Ich weiß doch ganz genau, ihr seid am Grinden im Leben. Und bleibt auf jeden Fall immer dabei. Ansonsten endet ihr noch so. POV, deine Freundin hat dich verlassen, du hast aber kein Spotify Premium. Jetzt, Marktwert checken. Ach du Scheiße. Wäre ich da am Heulen und plötzlich kommt die Spotify-Werbung reingeballert? Ich glaube, ich würde mir endgültig den Gnadenstoß geben. Oder, weil dann kommt man sich doch richtig verarscht vor von seinem Leben. Und apropos verarscht vom Leben. Den Schmerz von unserem nächsten Kollegen hier, den spürt man einfach selber. Er trifft nämlich sein Idol Mike Tyson und zeigt ihm sein Tattoo, was er extra für ihn hat stechen lassen. Und fragt danach noch nach einem Foto.
Oh nein, der Arme! Man sieht die Enttäuschung förmlich in seinem Gesicht. Einfach ignoriert. Er lässt sich Mike Tyson seine Fresse für sein Leben lang auf der Haut tätowieren und wird dann eiskalt ignoriert, wenn er ihn nach einem Foto fragt. Bruder, Mike Tyson hat so auf ihn er war ihm so egal. F für diesen gefallenen Bre, der heult heute Abend noch im Bett. Ich habe aber noch eine wichtigere Frage. Geht es Mickey Mouse gut? Minnie Mouse, smoking. Yo, yo, yo! Was ist passiert? Welches Trauma muss da verarbeitet werden? Alles gut, Mickey Mouse. Wir können darüber reden. Wir können reden. Eine Kippe gegen den Stress. Leben. Welt. Der Opa, der dort im Kostüm steckt, verdrängt wirklich den ganzen Pain, wenn er mit dem Ding dort für 10 Stunden täglich rumspringt. Wer von euch immer mal wieder auf TikTok unterwegs ist, weiß, dass es dort ja unendliche Filter gibt. Neben nicen und lustigen Filtern wie diese hier, wo man auch so Games zocken kann. Bro, what the f***? Man kann einfach GTA als Filter auf TikTok spielen. Holy shit, wir bekommen einfach wirklich den GTA-TikTok-Filter, bevor wir GTA 6 bekommen. Wer hätte das gedacht? Und wie ist das überhaupt möglich? Das läuft besser als auf meinem PC von damals. Naja, und dann gibt's halt auch noch solche Filter. Und sowas ändert wirklich mal wieder meine gesamte Ansicht zu TikTok. Okay, ja, dunkle Schokolade ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes dran. Das ist einfach ein Filter, der dir irgendeine random Schokolade zeigt, was halt deine Lieblingsschokolade ist. Und er feiert bestimmt dunkle Schokolade. Keine Ahnung, Mann. Es ist random, zufällig, okay? Ach du Scheiße, nein, 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 nein! What the fuck? Verbietet diese App sofort! Was ist das denn? Oh mein Gott! Ich distanziere mich auf jeden Fall. Das kommt nicht von mir. Das kommt von TikTok. TikTok hat das so gemacht, okay? Dafür gibt es auch keine Erklärung mehr. TikTok ist, glaube ich, ein bisschen racist. Und ja, nicht nur ein bisschen. Ich meine... Oh Gott, oh Gott, hey. Bodenlos, wirklich. Und nochmal, ich distanziere mich davon, okay? Ich bin im Gegensatz zu TikTok ein netter und freundlicher Typ, der keine Vorurteile hat. Außer gegen Leute, die auf Serious Pizza mit Ananas essen. Was stimmt nicht mit euch? Das ist wirklich ein bisschen komisch und dazu sollte man auch wirklich Distanz halten. POV, man will einmal normal Döner essen. Was ist das hier? I'm in that check. Nein, 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 ich bin fast ausgerutscht. Nein. Nein. Nein! Nein! Oh nein! Rest in peace! Dickes F für diesen Döner, der da jetzt einfach komplett im Dreck liegt. Auch zu gut, wie er es vorher schon quasi angekündigt hat. Er hatte schon die Promophase gemacht für diesen Sturz. Nein, 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 ich bin fast ausgerutscht. Nein! Nein! Es ist nur ein Prank, Bro! Was macht er da? Was hat er vor? Bro, what the fuck? Wie, es ist nur ein Prank? Was ist daran ein lustiger Prank? Also ja, ist schon witzig, wie das Auto runterfällt, aber wie ehrenlos ist das denn? Wem auch immer dieses Auto gehört, der ist am Arsch. Der wird da später stehen und sich fragen, wo er das Auto geparkt hat. Nee, also jetzt mal Spaß beiseite. Das ist wirklich viel zu gottlos. Was hat dir die andere Person getan, dass du einfach sein Auto in den Fluss schmeißt? Wie kommt man auf diese Idee auch? Da kannst du lange suchen. Nein, ey, nein.
Nein, 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 nein. Ich distanziere mich. Alter, Alter, was ist hier los? Eiskalt einfach. Dort läuft eine Sendung für Kinder. Wie kann das so ein Ende bekommen? Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Aber die sehen saftig aus. Gib mal ein bisschen ab, Bro. Die Windschutzscheibe? Sie hat gerade wirklich die Windschutzscheibe von dem Lambo für ein TikTok-Video zerstört, weil sie unbedingt auf den Lambo gehen wollte, um einen TikTok-Tanz zu machen. Ey, die Welt ist doch echt am Arsch, Junge. Was passiert hier? Und in dem Moment, wo sie es gecheckt hat, dass sie gerade einfach die Scheibe kaputt gemacht hat, dachte sie sich auch nur so, ja komm, nee, jetzt noch schnell den TikTok-Tanz zu Ende machen und danach kann ich mich darum kümmern. Ich weiß 100%, dass das nicht ihr Lambo ist. Das heißt, sie hat den Lambo von irgendjemandem kaputt gemacht, nur weil sie draufklettern wollte für ein TikTok, ey. Das ist so unglaublich peinlich. Ich merke gerade wirklich, wie meine Gehirnzellen einfach aus meinen Ohren rausfliegen und sich verpissen. Und seit wann ist es eigentlich cool, auf ein Auto draufzusteigen und darauf zu tanzen, so, hä? Mach das doch einfach in dein Zimmer. Da ist es schon cringe, aber da kannst du wenigstens keine Sachen zerstören oder irgendjemanden verletzen. Obwohl, sogar da würdest du mich verletzen, wenn ich mir das reinziehe und Augenkrebs bekomme. Lass mal direkt weitermachen, das war viel zu cringe. POV, immer diese Leute, die dein Sackerwasser abziehen. POV, ich hatte noch nie einen Typen, der mir mein Sackerwasser abzieht. Welcher Mensch außer Pascha nimmt, trinkt überhaupt Sackerwasser? Yo, Bro, bekomme ich mal bitte dein Sackerwasser? Ja, hier. Danke. Wann komme ich eigentlich mein Sackerwasser wieder? Gar nicht mehr abgezogen. Okay, Tamham. Okay, Tamham. Oh my god, bro. Oh, hell no. Der Junge hat dieses TikTok gemacht und dachte sich so, yo, wenn ich das jetzt hochlade, voll viele Leute werden das fühlen. So, alle werden kommentieren. Oh mein Gott, ja, ich fühle das. Aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es so ein Gespräch noch nie im echten Leben gab. Yo, na, wie down bad muss man sein, dass man wirklich an einem Dönerspieß knabbert und sich so einfach das Dönerfleisch klaut. Ey, Bro, guck mal, ich verstehe so ein bisschen. Ja, ey, die Dönerpreise sind so hoch, man muss halben Kredit aufnehmen, um sich einen Döner leisten zu können. Aber das ist noch lange kein Grund, dem Bruder sein Fleisch wegzuknabbern. Ey, das geht wirklich gar nicht, Mann. Das ist wirklich ein bisschen zu raus. Das ist eine Stufe zu krass. Geh irgendwo beim Bäcker klauen oder keine Ahnung, aber doch nicht beim Dönermann. Normaler Mittag am Leipziger Hauptbahnhof. Oh nein, mich erwartet schon Schlimmes. Meine. Nein, okay, ich muss Späne holen. Nee, du hast mir gar nichts. Yo, what the f***? Wozu? Wieso? Wieso war das jetzt nötig? Warum hat sie das getan? Warum hat sie einfach diesen kompletten Einkaufswagen voll mit Müll gegen die Wand geschleudert? Ach, diese Obdachlosen an Hauptbahnhöfen sind wirklich immer unberechenbar. Man weiß niemals, was ihr nächster Move ist. Gerade eben lächeln sie dir noch ins Gesicht und in der nächsten Sekunde wollen sie dir eine Spritze mit Heroin in den Arm rammen. Ich habe hier so einen TikTok gefunden und habe einfach nur 10 Sekunden nach vorne gespult. Also Oreo Shamrock McFlurry is back. I'm a Oreo McFlurry. I'm a Oreo McFlurry. I'm a Oreo McFlurry. Ey, nee. Gut, ich hab verloren. Ich bin schon raus. Das war's. Ich hab 10 Sekunden ausgehalten und hab direkt gecringed. Was passiert da? Was ist das? Und warum macht er das? Ey, bitte. Ist das geisteskrank. Der Typ braucht professionelle Hilfe. Das ist nicht gesund. Gut, und kommen wir direkt zu Clip Nummer 2. Ja, hier haben wir ein süßes Pärchen. Gut, ich hab jetzt schon verloren, bevor das Video anfängt. Ich bin schon zum zweiten Mal raus. They say if you lick it, it's yours. Alles klar, ich bin zum dritten Mal raus, das war's. But if I bite you, Desperado, you're mine. Ach du Scheiße. Manchen Leuten sollte wirklich der Internetzugang weggenommen werden. Was ist das? Ihr müsst euch mal geben, von irgendwelchen Leuten ist das einfach so der Onkel und die Tante. Irgendwann denkt sich das Kind nichts Schlimmes und scrollt ein bisschen auf TikTok. Auf einmal ist da Onkel und Tante und machen sowas. What the hell?
Das Kind hat eine Psychose danach. Und wo wir so gerade bei dem Wort Psychose sind, ich habe die beste Definition dafür gefunden. Und zwar diese Frau hier. Die Kakerlaken, was ist das denn? Warum sind die da um den Hals gekrabbelt? Bah! Was geht hier gerade ab? Das fühlt sich an wie der absolute Fiebertraum. Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Das ist richtig unangenehm. Wer ist diese Frau? Und was ist mit ihr passiert? Und was hat sie erlebt, dass sie heute solche Videos macht? Oh, super, es gibt noch eins. Oh, du siehst ja gruselig aus mit diesen Augen. Ich habe Angst. Hä? Was war das denn jetzt mit der Zunge? Ja, wow, richtig cooles Video. Bro, das ist so klassisch. Woher wusstest du, dass ich über 50 bin und gerade TikTok entdeckt habe? Erstmal irgendein TikTok machen mit so einem Cringe-Filter drauf und so einem cringy Sound, was am Ende gar keinen Sinn ergibt, und das dann posten, weil die sich dachte, oh, das ist geil. Ach, naja, ich brauche erstmal wieder ein bisschen guten deutschen TikTok-Humor. Stöhn-Prank an Freund? Oh Gott, was erwartet mich jetzt? Also mir fehlen gerade echt die Worte. Wenn ihr wüsstet, wie ich hier gerade vor meinem Monitor sitze und auf diesem Stuhl fast einen epileptischen Anfall kriege, weil es mich so sehr kribbelt am ganzen Körper vor Cringe, das ist wirklich verrückt. Was ist das für ein Prank? Ach komm, ich lasse es einfach. Ich stelle erst gar keine Fragen, weil die kann mir sowieso niemand beantworten. Die wissen doch selber nicht mal, was sie da gerade getan haben. Stöhn-Prank an Freund. Oh ja, das ist ja wirklich ein richtig krasser Prank, Mann. Hey, 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 hey! Schaut mal alle her! Sie hat ihren Freund richtig krass verarscht. Der arme Typ da hinten. Ich weiß nicht, ob er dazu gezwungen wurde oder ob er selber Bock auf so ein TikTok hatte. Oh Mann, ist das peinlich, ey. Warum kann ich nicht eine Freundin haben, die ganz zufällig meinen Stöhn-Prank mit mir macht, aber auf nicht so eine cringy Weise? Sogar der Bruder hat eine Freundin. Aber gut, die Freundin macht halt solche cringe TikTok-Pranks mit ihm. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, da ist Single sein schon deutlich besser. Ringe-dingi-ding-dong, ringe-ding. Wir stürzen jetzt schon wieder. Ihr seid doch bescheuert. Ja, ganz bestimmt nicht. Never ever. Egal. Ich krieg wirklich eine Psychose hier. Ey, was ist das denn für ein Video schon wieder? Einfach Shopping ruft an und das ist ihre Reaktion, weil. Ihr seid doch bescheuert. Ja, keine Ahnung wieso, aber das war irgendwie das erste Video, was ein bisschen lustig war. Was jetzt nicht ganz so cringe war, ich weiß nicht. Diese Lache, die kann nur aus Duisburg sein. Klassische Duisburgerin, wie sie leibt und lebt. Ich check halt immer noch nicht ganz jetzt den Sinn davon. So, okay, Shopping ruft dich an und du hast keine Zeit zum Shoppen gehen. Okay. Never ever. Und never ever, sage ich auch zu den Leuten, die noch nicht diesen Kanal abonniert haben. Ihr habt jetzt genau 5 Sekunden Zeit, um auf den Abonnieren-Button zu klicken. Ansonsten wird diese süße Katze hier sterben. Vielen Dank. Ihr habt die kleine süße Katze gerettet. Perfekt. Und nachdem ihr jetzt alle abonniert habt, wird es Zeit für ein weiteres TikTok von diesen zwei hier. Wenn ich meinen Freund sage, dass ich... Erstmal, dass das wird hier mit Doppel-S geschrieben. Erster Rechtschreibfehler, super. Wenn ich meinen Freund sage, dass ich Hunger auf Dickmanns habe. Also diese Dinger hier, die Schokoküsse. Okay? Naja, ich bin ja mal gespannt. Schatz, kannst du mir Dickmanns kaufen? Ja, klar. 15 Minuten später. Schatz, bin wieder da. Schatz, was soll das? Was? Wer ist das? Das ist Kevin. Wieso bringst du einen Kevin hier hin? Schauspielerische Leistung 10 von 10 bis jetzt. Wieso bringst du einen Kevin hier hin? Ich wollte einen Dickmann. Ja, du wolltest einen Dickmann. Also war ich auf der Straße, hab mir ein paar Leute angeschaut. Der war... Ne? Und dann hab ich ihn hergeholt. Du wolltest einen dicken Mann. Nee, das reicht mir jetzt. Ciao, ich bin weg. Haut rein, peace, 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 ciao. Gut, ich bin wieder da.
Ich habe mich jetzt mal kurz ein bisschen abgeregt und bin jetzt wieder da und kann dieses Video jetzt weitermachen. Gut, so, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei diesem unglaublich unangenehmen... was sage ich da? Bei diesem unglaublich geilen Prank. Ah! Ein Dickmann, ein dicker Mann, Kevin, ja, ja. Geil, Alter, wie geil ist das denn, Mann? Oh mein Gott, ey, wow, Scheiße. Bitte löscht euren TikTok-Kanal und macht nie wieder ein Video im Internet, bitte. Tut euch, eurer Familie und euren zukünftigen Kindern einfach diesen Gefallen und löscht euch aus dem Internet. Das ist gerade nicht passiert, oder? Ich dachte jetzt irgendwie, es kommt noch ultra der Plot-Twist, irgendetwas wirklich Lustiges passiert, aber dann das mit dem Dickmann. Wir leben doch im Jahr 2024. Ich dachte, der Humor hat sich irgendwie so in den letzten Jahren auch ein bisschen vorangetrieben und Leute checken langsam, wann irgendetwas nicht lustig ist. Aber das, die beiden, erst mit diesem Stöhnen, Prank... Und jetzt mit diesem Dickmann. Bei dieser nicht cringen Challenge habe ich irgendwie gerade schon zum 20. Mal verloren. Schnell, du wolltest einen dicken Mann. Ich wollte die Süßigkeiten Dickmanns. Oh. Sorry, Kevin. Du hast doch jetzt deinen Dickmann in der Hand. Wieso sollte überhaupt dein Freund jetzt Dickmanns mitbringen? Oh Gott, guck mich mal an. Ich suche hier gerade wirklich noch einen Sinn. Ich versuche gerade wirklich noch irgendwelche Gedanken, Brücken und Connections zu finden, dass irgendetwas zusammenpasst. Ich bin hier gerade das Opfer. Ich glaube nicht, dass ich mich davon heute nochmal erholen werde. Deswegen, ja, machen wir einfach weiter. Oh, yo, mein kleiner Bre hat sich eine Chaya geklärt. Hä? Sind die beide irgendwie eingefroren? Was geht ab? Ey, was macht der da? Das ist einfach so eine Wachsfigur aus Madame Tussauds. Also erstmal dickes GG, okay? Er hat immerhin eine gepult, okay? Er hat es geschafft, sich eine Lady zu angeln im Club und sich sogar noch mit ihr zu küssen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Bruder ist ins Inventar getappt und hat dann keine Ahnung mehr, wie er zurückkommt, weil wieso bewegt er sich nicht? Irgendwo ist er hängen geblieben. Aber was ist das überhaupt für ein Club, Mann? Ist der Club ab 10? Die sind doch beide gefühlt 1,70 Meter groß. Er hat sich wirklich nicht einen Millimeter bewegt, ne? Nicht mal sein Mund hat sich bewegt. Er ist einfach ausgetimed. Connection verloren. Irgendjemand hat das Internetkabel gezogen. Der kommt schon gleich wieder, keine Sorge. Wir hatten hier gerade ja schon diese zwei süßen Turteltäubchen und wer weiß, vielleicht ist das ja die Liebe des Lebens und die zwei haben sich gefunden für immer. Und dann wird es ja mal irgendwann soweit sein, wo er sie heiraten wird. Ich hoffe natürlich, er macht dann einen coolen Antrag und bleibt dann nicht so AFK stehen wie hier gerade. Naja, wie auch immer, irgendwann wird er den Antrag machen und eigentlich soll ein Heiratsantrag ja sowas richtig Schönes, Romantisches sein, was man auch am besten nie vergisst, weil es ist der Moment, okay? Er stellt ihr die wichtige Frage. Und ich hoffe einfach nur, dass es nicht so läuft wie bei den beiden. Er wollte ihr einfach nur einen Antrag im Disneyland machen auf der Bühne. Ey, sch** doch nicht komplett rein, okay? Und kommt mir jetzt auch nicht mit, er macht doch nur seinen Job. Bro, was bist du für ein schlechter Mensch, wenn du in so einem Moment darauf bestehst, dass die Leute von der Bühne runterkommen? Er nimmt einfach den Ring weg. Hey, der macht dir gerade den Antrag, okay? Den Heiratsantrag, die wichtigste Frage. Und der kommt einfach und nimmt den Ring weg. Wäre ich der Mann hier, ey, ich hätte den Windel weich geprügelt, ich sag dir ehrlich. Kommt er mir hier um die Ecke mit seinem Disneyland-Outfit und seinen Mickey-Maus-Ohren und versucht mir hier eine Welle zu machen? Er feiert sich sogar noch ab dafür, ne? Bah, was ein ekelhafter. Super, ganzer Heiratsantrag zerstört. Der musste jetzt nochmal unten neu anfangen. Oh Mann, ey. Ja, der Heiratsantrag ist wohl in die Hose gegangen. Aber keine Sorge, wir müssen ja hier jetzt auch noch was Schönes sehen. Deswegen kommt hier ein Heiratsantrag, der funktioniert. Ignoriert diese Überschrift mit schlimmster Antrag, den ich jemals gesehen habe, okay? Das ist der schönste Antrag, den ich jemals gesehen habe. Das ist wirklich mein Leben und... ich kann, seitdem ich dich kenne, nicht an was anderes denken. Der eine macht Antrag auf Disneyland-Bühne und der macht einfach Antrag in der Berufsschule. Deswegen will ich dich jetzt fragen, willst du meine Frau werden? Ja. Für immer meine einzige Frau. Ja, ich will. Chill, sag doch normal ja. Ich liebe dich.
mich über alles. Ich auch. Ich will nicht heiraten. Ich dich auch. Und nächsten Monat hole ich den schönen Verlobungsring. Ich schwöre bei Gott. Ja. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich liebe dich. Er schwört bei Gott, dass er nächsten Monat Verlobungsring holt. Ey, der Arme, oder? Der muss nächsten Monat noch ins Konto Minus gehen dafür, dass er einen schönen Ring holt, ey. Und ich wette, die beiden sind original erst seit 2 Monaten zusammen. Die haben sich vor 2 Monaten irgendwo auf so einer Dorfparty kennengelernt und jetzt heiraten die. Super. Und er hat noch nicht mal einen Ring. Der hat schon geheiratet, bevor er überhaupt einen Ring hat. Nee, aber war ein sehr süßer Heiratsantrag. Und ich wünsche den beiden viel, viel Glück. Und was macht eigentlich der Kameramann die ganze Zeit? Der ist auch unsichtbar, oder? So einen schönen Heiratsantrag habe ich noch nie gesehen. Ey, was ging denn da gerade im Hintergrund ab? Haben die sich geküsst und dann musste sie würgen? Noch nie gesehen. Ach du heilige Scheiße. Ey, der Typ tut mir jetzt schon leid, Mann. Der macht ihr Antrag, hat wahrscheinlich kein Geld für den Ring, muss nächsten Monat ins Minus gehen für den Ring und seine Zukünftige muss einfach fast kotzen, als er sie küsst. Noch nie gesehen. Eieieiei. Ja, das wird gar nicht gut laufen. Normalster Heiratsantrag in Duisburg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist ein bisschen zu sus. Okay, achtet bitte jetzt auf dieses Mädchen. Was sie tut und was danach passiert. It's a good thing if I ever hit my knee, I could still shake my boot. Oh mein Gott, der Vater kam im falschen Moment rein. Ich sehe in seinem Blick, der ist gerade so enttäuscht wie noch nie. Der hat gerade seine Tochter von einer Seite gesehen, von der er gehofft hat, dass er sie niemals sehen wird. Der hat Kulturschock. Sein ganzes Leben zieht gerade noch einmal komplett an seinen Augen vorbei. Der ist in Schockstarre. Der weiß gar nicht, was er sagen soll. And if you ever find yourself in this situation, good luck, Charlie. Er steht immer noch ganz still da. Er fragt sich gerade, was er falsch gemacht hat in der Erziehung. Wie konnte das passieren? Einmal bitte ein F für einen gefallenen Vater. Oh, oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus für die Tochter. Die Arme bekommt jetzt erstmal Hausarrest für 2-3 Wochen. Handyverbot, TikTok-Verbot, alles. Das war's erstmal. Ach, und übrigens, ich glaube, ich habe die Fortsetzung von diesem Heiratsantrag gefunden. Das hier sind die beiden in ein paar Jahren. Mareike hat mir am Anfang unserer Beziehung hat sie gesagt, dass sie die Pille nimmt. Aber? Also was kommt jetzt noch? Sie nimmt die Pille, okay, aber? Das habe ich ihr auch geglaubt. Und irgendwann, nachdem sie dann schwanger war, hat sie mir dann erzählt, dass sie die Pille doch nicht genommen hat. Nein, das wird ja immer besser. Ich glaube halt wirklich, dass das die Fortsetzung ist von den beiden, ne? No joke. Und jetzt mal Spaß beiseite. Was habe ich da gerade gehört? Sie hat gecapped, als sie gesagt hat, dass sie die Pille nimmt? Sie hat gesagt, sie nimmt die Pille, aber hat die Pille nicht genommen? Oh mein Gott, Bro, ey, die muss in den Knast dafür. Das ist doch strafbar, oder nicht? Die hat ihm einfach ein Kind angehangen. Ey, stell dir mal vor, du bist eher so, du willst einfach nur dir einen Entspannten machen, auf einmal kriegst du Kind, weil sie gelogen hat. Bro, ich wüsste echt nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Das ist ja geisteskrank. Was ist das denn für eine Bitch? Peinlich war es mir halt deswegen, weil alle anderen in meinem Alter haben noch kein Kind und Mareike ist auch nicht gerade die Hübscheste. Und deswegen war es mir halt ein bisschen peinlich. Wow, okay, sind die nicht noch zusammen? Und er sagt sowas einfach, ey. Da sieht man, der hat gar keinen Bock darauf, dass das Kind da ist. Der hat überhaupt gar keinen Bock auf sein Leben gerade. Aber verständlich, in was wurde er da reingeritten? Der dachte noch, er wird eine erfolgreiche Zukunft haben irgendwie, aber so wie das gerade aussieht, ist das genau das Gegenteil. Das ist halt genau so, wie es aussieht. Und zwar landen sie in irgendeiner RTL-2-Sendung, die einfach sich über ihr Leben lustig macht. Also ich sag dir ehrlich, das war zwar echt gottlos, dass er gesagt hat, dass sie, ja, quasi hässlich ist, aber immerhin ist er ehrlich. Das muss man ihm hoch anrechnen. Es gibt wenige Menschen, die so ehrlich sind heutzutage. Und ich komme immer noch nicht auf die Story klar. Sie hat einfach gelogen, dass sie die Pille nimmt. Das ist der Teufel in Person. Deswegen macht vorsichtig mit den Frauen, Jungs. Macht vorsichtig mit den Frauen. Es ist auch okay, einfach mal Single zu sein, ja? Da kann immerhin nicht sowas passieren. Ich hatte ja schon gestern im Video ein paar Zitate dabei, die einfach unglaublich waren und die mich echt zum Nachdenken angeregt haben. Vielleicht euch auch. Deswegen, falls ihr das gestrige Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Das war ein Banger. Aber naja, wie auch immer. Ich habe hier einfach noch einmal ein Zitat mitgebracht von einem Neuzeit-Goethen, ja? Von einem Philosophen aus dem Jahr 2024. Ein Dichter und Denker. Ich habe ein sehr starkes Zitat. Ein Mann, der nicht trainiert, ist kein Mann.
Zitat Ende. Gänsehose. Gänsehose. Ey, erstmal das Zitat, das war schon unglaublich scheiße. Aber was macht denn dein Kollege dann im Hintergrund? Der nimmt dich ja noch einmal komplett auseinander. Der sagt, Zitat Ende. Gänsehose. Was für Gänsehose, Bruder? Heißt das nicht Gänsehaut? Verwechsel ich hier was? Oder das heißt doch Gänsehaut und nicht Gänsehose. Das ist echt eine absolute Psychose. Ich kann ja nur raten, in welcher Stadt das passiert ist. Ja, natürlich in Duisburg. Wo auch sonst findet man solche intelligenten Dichter und Denker. Und wir gehen auch direkt weiter mit dem nächsten Clip. Und ich war echt nicht drauf vorbereitet. Ich habe schon ganz vergessen, aber jetzt schaue ich hier gerade wieder drauf und lese da Duisburg Innenstadt. Ah, Duisburg. Oh Mann, was machen wir nur mit dieser Stadt? Was ist denn da schon wieder los? Obwohl, was wundere ich mich? Das ist wahrscheinlich der normalste Tag, den Duisburg seit 20 Jahren erlebt hat. Da geht halt heute zum Glück nur sowas ab. Und was sind das für Sounds? Kommt das wirklich von dieser Frau da? Oder ist es vielleicht noch die Gänsehose von vorher, die diese Sounds macht? Haben Sie einen Euro? Okay, du willst einen Euro von mir, aber dann frag mich doch bitte auch normal. Wenn du mich nett und lieb fragst nach einem Euro, dann würde ich dir sogar einen Fünfer in die Hand drücken. Aber wenn du so auf mich zukommst und mich fragst, ob ich dir einen Euro geben kann, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Geh weg von mir, du Cracky. Ich hau rein, Mann. Ich würde wirklich im Vollsprint wegrennen. Gar keinen Bock jetzt. Ach, Duisburg, ach, Duisburg, ach, Duisburg. Und wieso hört sich eigentlich diese Frau genauso an wie die Lache von Thaddäus? Ich höre keinen Unterschied, das ist geisteskrank. Und genauso geisteskrank, obwohl, nein, nein, genauso entspannt geht es weiter. Denn hier haben wir ein ganz normales Video, irgendein Typ steht da am Fenster, da steht wahrscheinlich eine Klimaanlage oder was das ist. Die steht halt so draußen an dem Fenster, damit sie die schöne, kühle Luft von draußen einsaugt und reingibt in die Wohnung. Und anscheinend ist das hier auch nicht seine Wohnung, also es ist irgendeine Party, er ist zu Besuch und checkt jetzt einfach mal die Klimaanlage aus. Und ciao, die Klimaanlage hat sich mal ganz kurz verabschiedet. Haut da rein, schön mit Ö. Ich feiere auch die Reaktion von diesem Typen, ne? Wegen ihm ist die Klimaanlage aus dem Fenster geflogen, nur weil er irgendwie das Fenster öffnen wollte, keine Ahnung. Und jetzt liegt die Klimaanlage unten im Garten, ne? Und der Bruder. Und er macht einfach das Fenster zu, die Jalousien runter und tut so, als wäre nichts geschehen. Nee, nee, alles gut, hat niemand gesehen. Ist niemandem aufgefallen. Da stand halt nur leider ein Typ so vor dir mit einer Kamera und hat das Ganze auf Video. Aber nee, nee, das wird niemandem auffallen. Auch nicht, wenn die Person, dem das Haus gehört, plötzlich am Morgen danach einfach so seine Klimaanlage im Garten sieht. Wie stumpf die da rausgeflogen ist und wie stumpf es auch diesen Stecker aus der Steckdose gerissen hat. Ich komme darauf nicht klar. Und ich muss ehrlich sagen, genau das wäre auch der Move, den ich gebracht hätte da. Ich bin auf einer Party und sowas Dummes passiert, ey. Ich war's nicht. Okay, ich war's nicht. Keine Ahnung, wer das war. Weiß ich nicht, ich habe nichts gesehen. Als ich gestern so in meinem Bett lag, hat mir mein Onkel ein Video von sich geschickt. Der ist gerade irgendwo im Urlaub und ja, seht einfach selbst. Aua, ich verstehe kein Wort. Bitte, was sollen diese goofy Android-Klingeltöne da? Was ist das für ein Handy? Wer hat das programmiert, dass während du ein Video machst, einfach diese Töne komplett alles f***en? Okay, ich bekomme eine Psychose davon. Ich kann das nicht mehr hören. Aua, meine Ohren. Bis jetzt auch noch nicht ein einziges Wort von meinem Onkel da verstanden. Das Video ist absolut random. Was passiert hier gerade? Ja, danke auf jeden Fall an meinen Onkel. Ich habe leider kein Wort verstanden. Falls ihr was verstanden habt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Bitte helft mir. Ja, ne? Aber auch ehrlich gesagt, selber schuld, wenn man sich ein Samsung holt. Oh mein Gott, stell dir vor, du hast ein Samsung-Telefon und kein iPhone. Oh mein Gott, was bist du denn für einer? Spaß, 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 okay, okay, Spaß. Bevor schon die ersten gerade die Kommentare geöffnet haben, ich löse auf, es war nur ein Spaß, okay? Ist mir komplett egal, was für ein Handy ihr habt. Hauptsache, ihr schickt mir keine Nachricht und habt dann so ein Handy. Okay, Leute, sowas wie hier, das gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und zwar, ich habe mal wieder ein kleines Kind gefunden, ne? Einen kleinen Butschi, der unterwegs ist mit einer Elfbar, mit einer Vape. Okay, der ist am Vapen, der ist draußen unterwegs am Vapen. Can I hit the neck? No! Why do you want to hit it? I just want to hit it, man. Okay.
Was ein Ehrenmann. Wer auch immer gerade die Welt von dem kleinen Jungen abgezogen hat und sie weggeschmissen hat, du bist ein Ehrenmann. Er wollte wirklich nur das Beste. Genau das ist die richtige Aktion, wenn man so einen kleinen Jungen da sieht mit seinem kleinen Fahrrad da, wie er einfach eine Vape in der Hand hat. Wie alt ist der denn? Der ist doch gerade mal 13? 12? 11? Und er ist draußen unterwegs mit der Vape. Nein, nein, bitte nicht meine Vape. Bitte, du kannst doch nicht meine Vape wegschmeißen. Schaut dort auf jeden Fall an die zwei Typen hier, die den kleinen Jungen da retten wollen. Die wollen wirklich nur das Beste von ihnen und einfach die Vape entsorgen. Und guck dir den mal bitte da hinten an. Der geht jetzt ins Gebüsch und sucht seine Vape. Oh nein, oh nein. Bro, lass los. No, don't, hey, hey, bro, don't do that. Hey. Very bad. Nicotine is bad for you. No. Very. Bro, I'm telling you, bro, nicotine's bad. Er hat ihn nochmal weggeworfen. Der kleine Junge hat ihn gerade erst wiedergefunden nach 2 Stunden Suchen und direkt wird die wieder weggeflackt. Aber genau so muss das auch. Und als ob der da gerade wirklich so dasteht und so sagt, nein, meine Vape, ich will das. Der ist da einfach am Heulen wegen seiner Vape. Das kann ich nicht glauben, Mann. It's in the water. You wanna bet? That was back in water. Ah, super, er rennt auch noch hinterher. Hast du nicht gehört? Es ist im Water, Bro. Es ist im Wasser. Die Vape schwimmt im Wasser und er rennt trotzdem noch hinterher. Ich würde ihm sogar zutrauen, dass er seiner Vape hinterher springen würde im Fluss. Unglaublich. Da ist einfach ein kleiner Junge, der jetzt seine Vape sucht. Das ist wirklich eine Stufe zu krass. Ey, bitte, diese verdammten Vapes müssen verboten werden. An alle Leute, die dieses Video sehen und wirklich Vapes rauchen. Was macht ihr da, bitte? Seid mal ehrlich zu euch selber, was macht ihr denn da? Und wo wir gerade schon so bei kleinen Kindern sind, die ein bisschen traurig sind. Ich habe hier noch einen Clip für das Gemüt. Dieser Clip macht mich aber wirklich glücklich. Obwohl, der Clip davor hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht, wo die Vape von den kleinen Jungen einfach 200 Meter weit gejizzelt wurde und er sie nie wiederbekommen wird. Yo, Atana! Überweis mir jetzt die Million auf Schweizer Konto, Mann! Welche Million soll er dir überweisen? Die Million V-Bucks oder die Million Robux? Wann bist du eigentlich geboren? 1999. Okay, Bruder, 1999 bist du geboren. 1970 bist du geboren, ne? 1960, du bist älter als mein Opa. Okay, dann würde ich dir jetzt etwas für 1099 Euro kaufen. Hättest du Bock? Boah, hättest du mal dein echtes Geburtsjahr 2010 gesagt, dann hättest du jetzt noch 11 Euro mehr gehabt zum Spenden. Ja, okay, lass mit dem Kleingeld was holen, komm. Hey, was für Kleingeld, Bruder, was für Kleingeld. Das Einzige, was klein ist, ja... Ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Let's go, Freunde. Hast du dir schon vorgestellt, wo wir beide hingehen? Ich würde sagen, lass die 2000 Euro bei Louis V verkleinern. Oha, okay, bei Louis V. Anstatt der irgendwie so sagt, so, boah, ey, 2000, ich spende das. Komm, lass das verteilen an Obdachlose, lass das hier. Lass für Essen ausgeben, bla bla bla. Nein, nein, lass mit den 2000 Euro zu Louis V gehen. Bratatasche ist geil, lass sie mal für einen Sidechick kaufen. Was redet der von Sidechick? Was für Chicks, Bro? Die einzigen Chicks, die du hast, sind nicht die hier, sondern die hier. Kostet aber 2000 Euro, du hast doch nur 1999. Junge, du Geier. Leute, fragt alle Felix den Grund, damit er so viel Geld verdient wie ich. Okay, sorry, Boss. Der Trainingsanzug soll es sein? Oder ja, finde ich nice, kann man so fürs Gym tragen, ein bisschen auf locker trainieren damit. Ich weiß gerade nicht, ob der Typ eine Rolle spielt oder ob das jetzt wirklich echt ist, ob das wirklich er ist. Und was jetzt eigentlich mit der Prada-Tasche oder Louis Vuitton passiert? Jetzt ist doch nur der Nike-Anzug geworden fürs Gym. Kann man so auf locker im Gym trainieren, oder? Ich dachte irgendwie, die Gyms in Deutschland sind erst ab 13. Du kommst doch da gar nicht rein. Safe, ich sehe auch schon hier bei dir 44er Bizeps. Normal. Dann würde ich sagen, probier ihn auf jeden Fall mal direkt an, oder? Ja. Schön, deine Sachen, Bro, und ich hoffe, du freust dich jetzt auch drüber. Ja, vielen Dank, Bruder. Jetzt werden auch die ein oder anderen Fitness-Girls geklärt. Alles klar, Bruder. Ey, da wünsche ich dir mal wieder wirklich sehr viel Erfolg damit. Ey, und Freunde, es tut mir leid, aber ich muss das Video hier jetzt beenden. Ich halte das gerade alles nicht mehr aus. Das erste Video, was ich jetzt seit langer Zeit wieder mache, hat mir gerade den absoluten Verstand geraubt. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Peace, 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 peace.